Es gibt ja den sogenannten Fahneneid, der also in der Ausbildung gebracht worden ist. Und täglich ist dann die sogenannte Vergatterung gemacht worden. Das entspricht also auch diesem Fahneneid. Und da ist also gesagt worden, Sie sind eingesetzt im Abschnitt der 9. Grenzkompanie in Hötensleben und haben die Aufgabe, Provokationen nicht zuzulassen, zu verhindern und notfalls also auch nicht schießen, war also nicht dabei. Es gab noch ein drittes Wort, fällt mir jetzt also gerade nicht ein. Tut mir leid, muss ich dann auch nochmal nachschauen. Von der Waffe Gebrauch zu machen. Von der Waffe Gebrauch machen. Ne? Also es war schon der indirekte Befehl zum Schießen. Ne? Wenn ein Grenzverletzer, so die offizielle Variante zu DDR-Zeiten, wenn ein Grenzverletzer also ins Gebiet kommt, dann halt stehen bleiben, Grenze. Und wenn er dann nicht stehen geblieben ist, dann sollte es einen Warnschuss geben. Und wenn er dann nicht stehen geblieben ist und weitergerannt ist, dann hatten wir die Aufgabe, dem Mann sondern hinterher zu laufen. Aber wir sollten so schnell sein, ob uns das gelungen wäre, das kann ich also nicht sagen. Aber wir sollten auf jeden Fall auf Höhe dieses Grenzverletzers sein, damit wir parallel zur Grenze nur zu schießen hatten. Ich bin aber davon überzeugt, wenn es wirklich einen Grenzverletzer gegeben hätte und man hätte ihn dann in Richtung Westen erschießen müssen, ne? Dann hätte es also eine Belobigung wahrscheinlich also auch gegeben. Aber die gesetzliche Variante ist also immer nur entlang der Grenze zu schießen.